Er wird nicht selten als Brückenheiliger bezeichnet. Er ist Patron der Beichtväter und Priester, der Schiffer, der Flößer und Müller. Er wird gegen Wassergefahren, bei Zungenleiden und für Verschwiegenheit angerufen. Er ist Patron von Tschechien, von Böhmen und Bayern, Patron der Stadt Salzburg und von vielen anderen Städten und Gemeinden. Der heilige Johannes Nepomuk. In diesem Video versuchen wir, den heiligen Johannes Nepomuk etwas näher kennenzulernen, seine Wirkungsstätte zu besuchen, sowie die Experten und die historischen Quellen zu befragen. Sein Name Nepomuk bedeutet aus Pomuk, aus dem Ort, der heute noch Nepomuk heißt. Im Jahre 1369 wurde Johannes Nepomuk nach seinem Studium zum kaiserlichen Notar in der erzbischöflichen Gerichtskanzlei in Prag. 1380 empfing er die Priesterweihe und wurde Pfarrer an der Kirche St. Gallus in Prag, wo er sich besonders um deutschstämmige Kaufleute kümmerte. 1381 legte er sein erstes juristisches Examen ab, danach studierte er kanonisches Recht in Padua und im Jahre 1387 bekam er seinen Doktortitel. 3 Jahre später berief ihn der Erzbischof von Prag zu seinem Generalvikar und übertrug ihm damit Leitungsaufgaben im Erzbistum. Der böhmische König Wenzel befahl ihn zu foltern und von hier, von der Kassbrücke, ins Wasser zu stürzen. Vielleicht gerade an der Stelle, wo diese bekannteste Statue von Nepomuk steht. Aber warum war der König auf ihn so zornig? Warum ist Nepomuk bis jetzt so bekannt und beliebt? Und was hat das alles mit dem Beichtgeheimnis zu tun? Um diesen Fragen zu beantworten und mehr zu erfahren, sind wir heute nach Prag gekommen. Ja, wir befinden uns hier in der Kirche St. Johannes Nepomuk am Felsen, einer Kirche, die vom Barockarchitekten Dienzenhofer erbaut wurde. Und denke, das ist auch ein Zeichen dafür, sie ist wirklich stark mit den Motiven oder durch die Motive von Johannes Nepomuk dominiert, dass Johannes Nepomuk auch heute noch eine große Bedeutung hat. Diese Kirche ist ja uns als deutschsprachiger Pfarrei Prag anvertraut vom Erzbistum Prag. Das Bedeutendste vielleicht ist die große Holzstatue, die wir vorne sehen, die das Original darstellt. Das wissen viele nicht, dass das also die Originalstatue ist, nach deren Vorlage viele andere Nepomuk-Statuen, eigentlich kann man sagen überall, nachgebildet wurden. Unter anderem auch die, die sich auf der Karlsbrücke hier in Prag befindet. Ja, der heilige Johannes Nepomuk wurde um 1350, sagt man, geboren. Sein Geburtsdatum ist nicht ganz, ganz genau bekannt. Was aber bekannt ist, ist sein Geburtsort. Und zwar der Ort Nepomuk oder damals, wie er noch hieß, Pomuk im böhmischen Kreis. In seiner Funktion als Generalvikar verteidigte Nepomuk die kirchliche Immunität gegen Angriffe der politischen Macht. In dieser Zeit um 1370, 1380, 1390 herum, als Johannes von Nepomuk lebte und wirkte, war die Zeit des großen abendländischen Schismas. In dieser Zeit war König Wenzel IV. Und der Erzbischof Jenstein an der Macht. König Wenzel IV. Wollte mehr Macht über die Kirche haben und hat sich deshalb versucht, die Wahl der Bischöfe zu beeinflussen, die Wahl der Äbte zu beeinflussen. Die Wahl eines neuen Abtes hat im Endeffekt das Schicksal von Nepomuk bestimmt. Diese Wahl wurde zur Machtprobe zwischen dem König und dem Erzbischof verstanden. Eines der prägendsten Ereignisse war die Wahl des Abtes von Kladruby. Und in dieser Wahl konnten sich aber der Favorit der Kirche gegen den Favoriten des Königs stellen. Und Johannes von Nepomuk hatte eben die tragische Rolle, dass er diese Wahl innerhalb von 3 Tagen akzeptiert hat.
Der König war zu diesem Zeitpunkt auf Urlaub, Reisen auf seiner Burg Chivoklat, und deshalb verpasste er die Einspruchsfrist, und das war eine der Ereignisse, die zum großen Konflikt zwischen Johannes von Nepomuk, der Kirche und dem König führte. Die historischen Quellen erzählen, dass König Wenzel dies als bewusste Provokation empfand und den Erzbischof, dessen Generalvikar Johannes Nepomuk, und drei weitere erzbischöfliche Beamte verhaften ließ. Der Erzbischof konnte fliehen, aber Johannes Nepomuk wurde gefoltert und getötet. Ja, eigentlich die bekannteste Geschichte vielleicht, die sich um den heiligen Johannes Nepomuk herum bewegt, ist die Geschichte, wo er das Beichtgeheimnis verteidigt hat, was letztlich dann zu seinem Tod geführt haben soll. Also man behauptet, dass König Wenzel IV. Beschlossen hat, seine Ehefrau auf die Probe zu stellen und ihr den Ehebruch überführen wollte. Und daraufhin wollte er Johannes von Nepomuk dazu zwingen, das Beichtgeheimnis der Königin preiszugeben. Er hat es nicht getan. Und das ist der zweite Grund, warum Johannes von Nepomuk sterben musste. Deshalb gilt er bis heute als Heiliger des Beichtgeheimnisses. Es war so, dass König Wenzel damals seine Frau des Ehebruchs verdächtigte, und die Königin hatte den heiligen Johannes Nepomuk als Beichtvater. Und man versuchte dann auf ihn sozusagen Druck auszuüben, die Schergen des Königs, dass er eben preisgebe, was denn die Königin ihm unter dem Siegel des Beichtgeheimnisses sozusagen anvertraut habe. Und er hat sich eben geweigert, das zu tun nach dieser Legende. Und deswegen wurde er dann eben umgebracht und letztlich in die Moldau auch geworfen. Die tragische Ermordung und der Tod von Johannes Nepomuk sind am Hochaltar zu Füßen der Statue dargebildet. Es gibt mehrere Versionen, wie der Leichnam des Heiligen aufgefunden wurde. Einige erzählen, dass nach seinem Tod der Fluss Moldau für eine gewisse Zeit austrocknete und der Leib des Toten so aufgefunden werden konnte. Andere meinen, dass die Königin in einer Vision die Stelle gesehen hatte, wo sich der Leichnam des Heiligen befand. Wieder andere berichten, dass die Leiche des Nepomuk im Wasser mit 5 Flammen gesäumt war. Deswegen sind auf seinem Heiligenschein 5 Sterne zu finden. Als Johannes von Nepomuk gefunden wurde, um seinen toten Leichnam 5 Sterne geleuchtet haben. Diese 5 Sterne symbolisieren das lateinische Wort tacui, tazui, ich habe geschwiegen. Und diese Legende beruft sich darauf, dass Johannes von Nepomuk auch als Beichtvater der Königin galt. Das steht ja für gerade in unserer katholischen Kirche wirklich dafür, dass dieses Beichtgeheimnis absolut gilt. Also ein Priester, der Dinge erfährt in der Beichte, im Rahmen der Beichte, wir nennen das unter dem Siegel des Beichtgeheimnisses, der darf eben darüber nicht reden. Und das wird ja von vielen heute gar nicht mehr so verstanden. Es gibt ja, oft hört man ja von Fällen, dass dann, wenn jetzt irgendein Krimineller oder so etwas beicht, dann kann doch der Priester das nicht verschweigen. Aber es zeigt einfach, wie hoch dieser Stellenwert ist, dass wirklich dieses Beichtgeheimnis eine unwahrscheinlich hohe Bedeutung hat. Und dafür steht auch der heilige Johannes Nepomuk. Historische Fakten belegen, dass Johannes von Nepomuk am 20. März 1393 ermordet und über die Moldau geworfen wurde. Einige Tage oder Woche später wurde sein Leichnam am Ufer der Moldau gefunden und erst in einem kleinen Kloster beigesetzt und dann einige Jahre 1396 in den Veitsdom in Prag überführt. Täglich kommen viele Menschen zu seiner Grabstätte in den Prager Veitsdom, um den heiligen Nepomuk zu verehren. Im Jahre 1719 wurde dieses Grab geöffnet und untersucht. Gefunden wurde sein Skelett, auf dem nach 366 Jahren viele äußere Verletzungen zu erkennen waren. Überraschend befand sich im Grab seine unversehrte Zunge, das Symbol der Verschwiegenheit.
Im Jahre 1972 wurde das Grab erneut untersucht. Die Echtheit der Überreste wurde bestätigt, die Zunge wurde aber als Gehirnmasse identifiziert. Auf jeder Brücke, auf der ich ihn sehe, sei es auf der Karlsbrücke, sei es hier, sei es auf irgendeiner Brücke in Böhmen, in Bayern, in Österreich, ich grüße ihn jedes Mal und freue mich, wenn ich ihn sehe. Und Johannes von Nepomuk bedeutet für mich Stabilität in einer schwierigen Zeit, historisch gesehen für ihn, aber auch Wahrung von Geheimnissen, einfach Vertrauen zu haben in Gott. Denn er hatte Vertrauen in Gott, auch wenn die Welt ihn verlassen hat. Er hatte immer Vertrauen zu Gott, auch in seinem Kerker. Weswegen ich schon sagen würde, dass er auch in meinem Glauben eine große Rolle spielt. Also das ist für meine Identität sozusagen, priesterliche Identität, ist er da ein großes Vorbild. Von daher ist Johannes von Nepomuk einer der bedeutendsten Heiligen im bayerisch-böhmisch-österreichischen Raum. Man könnte sagen, Mitteleuropa zeichnet aus zwei Dinge. Mitteleuropa ist da, wo man Apfelstrudel isst und wo Johannes von Nepomuk auf den Brücken als Heiliger für die Brücken, als Schutzherrn für die Brücken aufgestellt ist. Nun verlassen wir Prag. Vielleicht haben wir heute geschafft, einige Fragen zu beantworten. Vielleicht sind neue Fragen entstanden. Falls Sie uns wiedersehen wollen, abonnieren Sie diesen Kanal, schreiben Sie Ihre Kommentare, geben Sie Ihre Bewertung. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und gottesreichen Segen.